Hallo und willkommen auf meinem Kanal und zu einem neuen Video. Ja, heute sind wir am Ladoga Archipel und wie man oben links sehen kann, auf Reykjavik und läuft eigentlich ganz gut. Jetzt kommt die Nacht, da geht nicht viel. Wir gucken jetzt mal im Cache rein, da haben wir mal die Ruhe dafür. Ja, ich bin jetzt hier seit 42 Minuten. Wir haben Bachsaiblinge. Ein Ludoga-Saibling, Ludoga-Renken, gerade eine Buckelmaräne und ein paar Barsche. Und gucken mal, Bachsaiblinge 2,3 Kilo, 2,2, 2 Kilo, 1,7, 1,5. Also eigentlich gute Größen auf jeden Fall. Ja, und ich bin gespannt, ob morgen früh noch was geht. Da werden wir uns auf jeden Fall nochmal wiedersehen. Wir stehen aber hier oben im 17 Meter Bereich. Ich korrigiere jetzt noch mal so ein Stück runter in der Nacht. Ja, und wir lassen hier einfach auf, ja, bis auf 20 Meter geht da runter. Dann steht irgendwann, hört das Rätschen halt auf zu drehen oder Grundberührung. Man kann jetzt einfach nur, ich sag mal, Bügel rum bei 20 und dann einfach pilken, sozusagen. Ja. Oder ich drehe halt einmal eine Kurbelumdrehung mehr, dann steht 15 da. Natürlich sind wir jetzt nicht auf 15, so schnell von einer Umdrehung kurbelt er keine 5 Meter. Dann sind wir so bei diesen 18, 17 Metern. So kann man es auch machen. Muss man mal selber probieren. Und das Ganze wird beangelt mit dem Nestiworm 001. Der läuft ja immer ziemlich gut oder ganz gut. Und wir gehen diesmal mit einem Risik 1-0er hier ran. Deswegen könnte die Frequenz ein bisschen leiden, aber wir wollen ja auch größere Gewichte. Es sind auch Klotzsaiblinge jede Menge gefangen worden, habe ich gesehen. Ich habe bisher noch keine, leider. Vielleicht kommt die noch. Und derjenige hat aber auch UL-Vorfach. Hm. 13 Kilo habe ich drauf. Könnte ich nochmal runtergehen, können wir ja mal probieren. Sehen wir uns auf jeden Fall morgen früh, wenn es hell wird und wieder interessant wird. So, willkommen zurück. Ja, Vorfach runtergemacht auf 9,7 Kilo. Und dann haben wir den Salat. Na gut, dass sie schnurscheu sind, ist klar. Aber die haben ja auch gebissen bei, ich sag mal, 13 Kilo. Die Frage ist, jetzt hätten wir diesen schönen Fisch, der da wahrscheinlich dran ist, auch auf 13 Kilo Vorfach bekommen. Man weiß es nicht. Jetzt geht da aber richtig scheiße ab. 40 Meter läuft bei dem. Ja, das ist natürlich super. Schauen wir mal. Ja, und was mich am meisten gerade an dem Spiel ärgert, ist zum Beispiel gestern am Meer 120 Meter Tiefe, 10 Nuller Haken, natürlich die teuersten Haken, die man sich so erlauben kann. Ja, kriegt irgendwann den dicksten Brocken drauf in der ganzen Session und was passiert? Ausschlitzer, ja, Ausschlitzer. Da könnte ich in den Monitor reinkotzen, sage ich euch, wie es ist. Ist für mich völlig überholt, gehört abgeschafft zum Blödsinn, braucht kein Mensch, ja. Man möge sich vorstellen, man drillt einen Beluga 8 Stunden Realtime oder einen Riesenhai und dann so eine Scheiße. Also das braucht keine Sau. Eben auch hier der Größte. Digga, was soll das denn jetzt sein? Die ganze Zeit schöne Bachsaiblinge und Co. Jetzt guckt euch die Scheiße an. 65 Meter, wo will der denn hin? Ja, jetzt ist da wahrscheinlich, what the fuck, was ist da drauf? So ein Lachs oder so? Puh. Also im Moment, da könnte ich nur brechen. Da wird niemals eine Bachsaibling sein. Niemals. Da schraubt man der erste Biss, nachdem es hell wurde und das Vorfach runtergemacht wurde. Es ist einfach unglaublich. Eben auch der größte Fisch. Ausgeschlitzt. Ausgeschlitzt. Braucht keine Sau. Von mir aus Rutenbrüche, Rollen im Arsch, Abrisse, alles cool. Ja, aber so Ausschlitzer braucht keine Sau. Auch gern gesehenes Beispiel ist, wie heißen sie jetzt? Königslachse. Gern gesehen.
Ausschlitzer. Als wenn das System sagt, hey, der hat aber erst 550 Ausschlitzer in 4000 Stunden. Das geht nicht für die Statistik. Da müssen wir erstmal was dran machen. Ne? Ziemlich nervig das Ganze und ja, so ist es halt. Ja, ich mache mal einen kleinen Stopp. 70 Meter, müsst ihr euch nicht antun gleich. Gucken wir mal, ob ich ihn rankriege. Also bis gleich. So, da sind wir wieder. 15 Meter noch. Bis auf 75 Meter war er weg. Jetzt haben wir den ganzen Morgen damit verbracht. Den schönen Beißmorgen. Irgendeinen Scheißvieh ranzuziehen. Sorry, wenn ich heute so ausflippe. Aber alle lieben, wir lieben alle diese Spiele, aber manchmal bringt es mich einfach zur Weißglut. Und ich halte mit meiner Meinung sowieso nicht hinterm Berg, ja. Wenn es jetzt wenigstens irgendwas Schönes wäre, aber nein, wahrscheinlich nicht. Aber es ist doch wieder typisch, Vorfach runter, direkt ein Klöpper. Wo ich angefangen habe mit 19 Kilo Vorfach, muss man nicht meinen, dass sowas drankommt. Digga. Ist das euer Ernst? Ein scheiß 13 Kilo Wels am Ladoga Archipel. Das ist doch unglaublich. Das ist das, was ich meine. Jetzt haben wir den ganzen schönen Morgen damit verbracht, so einen Schmutzfisch da hochzuholen. Oh Mann, ey. Das ist echt traurig. Ich habe noch nicht mal mehr auf dem Schirm, dass hier überhaupt Wälse drin sind im Ding. Wer angelt denn hier auf Wels groß? Das ist wahrscheinlich eh nur Beifang. Nun ja, wie gesagt, die Ausschlitzer nerven richtig gewaltig. Ihr seht, da haben wir aber wieder einen. Ja, läuft eigentlich ganz gut, wenn nicht solche Gesellen dann dazwischen kämen. Ja, und da haben wir noch Vorführ. 999 Gramm, 999er Klotzsaibling. Ja, vielleicht muss man mit dem Vorfach so runtergehen. Weil vorher hatte ich ja gar keinen. Ich hatte angefangen mit 19 Kilo, dann mit 13. Und jetzt sind wir bei 9,7. Gut, das dürfte Ausnahme gewesen sein. Genervt hat er trotzdem. Einen machen wir noch. Und dann bitte beim nächsten Patch Ausschlitzer weg. So. Also hier werde ich auf jeden Fall heute noch mal angeln gehen. Macht auf jeden Fall Spaß. Und natürlich der Klotzsaibling fehlt als Trophäe. Und der Ludoga Saibling auch. Wäre natürlich schön, wenn ich eins von beiden mal kriegen würde. Wir lassen ihn mal runter auf Grund komplett. Tja, jetzt haben wir natürlich schon wieder 10 Uhr. 3 Ingame-Stunden hat mich dieser dämische Wels jetzt gekostet. Naja. Kann man nicht ändern. Natürlich können wir auch mit kleineren Haken rangehen. Ich habe mich jetzt mal für den 1-0 entschieden. Na komm, ein Fischle noch. Komm, jetzt haben wir ein ganz schönes kleines Vorfach drauf. Ah ja, ich wollte doch sagen, ihr seht das Vorfach noch nicht mal. Ja, also schön reinlangen. So. Und da ist der zweite Klotzsaibling. Sieh mal einen an. Hammerhart. Tja, Leute, nachmachen. 17 Meter Bereich. Ja, ich habe einen 1-0er. Nasty Worm 001. Nicht ärgern. Ist halt manchmal so im Spiel.
Trotzdem muss man die Wut manchmal raus. In diesem Sinne, Petri, Dank, bis dann, macht's gut und tschüss.